Ja, und damit blicken wir an diesem Dienstagmorgen auf die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Die Zahl der Ansteckungen, die sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes weiter. Seit gestern hat die Behörde 159.217 positive Tests registriert, 10.000 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist ebenfalls gefallen auf 1.437. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 5,93. Allerdings meldete das RKI auch 243 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Rund 62,2 Millionen Bundesbürger sind inzwischen mindestens zweimal geimpft.